Fußballfreunde, heute wird's kriminell, denn die Potatoes spielen heute einfach gegen eine Knastmannschaft. Fahren heute in den Knast. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir hatten die einzigartige Möglichkeit, gegen eine Knastmannschaft zu spielen. Dafür haben wir ein paar von unseren Jungs mitgenommen, sind nach Köln in die JVA gefahren und haben gekickt. Da bin ich jetzt richtig gespannt, wie das aussehen wird, hier einfach in der JVA Fußball spielen und wie das Ganze dann aussehen wird. Wir sind jetzt am heutigen Auswärtsstadion angekommen, ne? Stehen jetzt davor, mussten schon ein paar Sachen regeln mit Ausweis. Paar Tests und so. Wir gehen jetzt rein und ich bin ganz schön gespannt, wie das heute aussieht. Also, klar. Man weiß jetzt nicht, was für Art von Verbrecher da drin sind, aber da kann man schon mal ein mulmiges Gefühl, glaube ich, haben. Wie würdet ihr das sehen, Freunde? Wir gehen durch die ersten Zellen, sag ich mal. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Jetzt muss. Ein bisschen komisches Gefühl, ich bin ehrlich. Ich finde geil, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich muss mal einen Shoutout da lassen. Bessere Kabinen als bei den meisten Kreisliga-Mannschaften auswärts. Ja gut, die wird auch nicht benutzt, die, aber der, das glaube ich, das ist ja cool. Momo ist wieder da. Heute gibt der Comeback, bist du fit? Einfach im Knast. Maschine, einfach im Knast. Ja. Scheiße, Spiel, lass ihn hier, wir tauschen ihn gegen Bessere. Wir tauschen ihn aus. Ja, bitte, ich komme schön aus Krankheit wieder, weißt du? Gar nicht fit, aber jetzt stehst du hier im Knast, weißt du? Was willst du machen? Funktioniert halt einfach nicht, ne? Potatoes. So Basketball-Shorts. Wie cool der aussieht. Guck mal, wir haben so viele Hosen, ne? Weißt du, was der Weg gibt? XL. Warum nimmst du nicht einfach deine Sachen mit? Ich hab euch mal hoch. Ey, hängen noch ein paar Fäden aus. Ach, sind deine Beine. Oh mein Gott. Die hängen da ein paar Fäden raus. Sind deine Beine. Beste Joke, den ich heute gehört habe. Es ist sehr cool, dass wir mal die Möglichkeit haben. Und ich glaube, es ist auch cool für die Jungs. Einfach gut, ist auch noch 9 Uhr morgens. So ein bisschen Action. Resozialisierungsprogramm auch. Ne? So cool, dass man ein bisschen unter Leute kommt. Sport verbindet. Sport ist geil, um Leute zusammenzubringen. Ja? Wir gucken einfach mal, wie es wird. Vielleicht ist aber richtig. Sport verbindet. Das ist ja das Geile an dieser Challenge, glaube ich. Da kommt man einfach mal mit den Leuten vielleicht ins Gespräch. Vielleicht auch nicht. Also angeblich trainieren die nur einmal die Woche, so wie wir ungefähr. Ja, also ich glaube, wir dürfen die auf jeden Fall nicht unterschätzen. So, das ist heute ein bisschen was anderes, aber wir sollten das trotzdem ernst nehmen, weißt du? Weil sonst wären wir abgeballert. Ja. Und Grüße an den Abge. Schreibt auch einen Tipp gerne in die Kommentare. Ich sag, sie gewinnen das Ding mit 6-3. Keine Ahnung, wie lange sie spielen, aber 6-3. Und dann wurde es ernst. Wir haben ein paar von unseren heutigen Gegnern getroffen und sind dann zusammen Richtung Spielfeld. Jetzt aber, jetzt wird's heiß. Jetzt geht's los. Prison Break. Das ist ein Leben wie Prison Break, Freunde. Boah. Oh. Das ist ja überkrass. Das ist ja überkrass. Alter, guckt euch das Ambiente an. Was hat er gesagt? Schieß viele Tore, sagen wir schon da aus. Oh, Junge. Schieß bitte keiner diese Bälle darüber, sonst sind die weg. Guckt euch das mal an, hier wirklich die Knastmauern, also nicht hier, aber hier die Knastmauern, das Licht, das ist halt wirklich Prison Break. Oh mein Gott, da krieg ich richtig Vibes. Also, Prison Break Vibes, ich war ja nie im Gefängnis. Doch, ich habe mal dort gearbeitet. Also, eigentlich war ich schon mal in einem Gefängnis. Ist der Frauenblock. Aber eben alle aus Arbeit. Wir dürfen da nicht zu nah ranzoomen, Anweisungen vom Gefängnis, weil wir werden da ordentlich supported. Deswegen, Ladies, wenn ihr seht hier, die Nummer 7. Ja, das ist heute die der 7. Platz hier, was wir schon gesehen haben. Die Jungs die muss supported werden. Einigen Leuten angereist, weil die Anreise haben sie eigentlich nicht gehabt, die hatten wir. Die werden viel wechseln können und wir müssen durchspielen, ne? Wir beißen das durch. Ist das mal schauen, was klar, die anderen hatten eine angenehmere Anreise, aber ich würde nicht tauschen wollen, glaube ich. Die ist schon direkt weg, sagt ja der Beamte. Wir sind halt im Knast. Stellt euch mal in Reihe. So, hallo zusammen. So. Ihr kennt das Spielfeld ja schon. Da ohne Abseits. Ja. Der Abseits? Haben wir Abseits oder nicht? Nee, ohne Abseits, Digga. Was für Abseits? Kreiswind, Kreiswind. Weiß jeder, wo er spielt? Ja. Jede Position, wo spielst du? Sturm. Rechts oder links? Oder lass uns nicht hier schlachten lassen vor seinem leeren Rücken. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team. Ja, jetzt geht's los. Potatoes gegen Prison. Guckt euch mal die Potatoes hier und dieses Prison-Ding. Einfach die Hände an den Stangen. Heftig. Gespielt wird 2x30 Minuten, 7 plus 1. 2x30 Minuten. Die Gegner hier in der Anfangsphase mit viel Ballbesitz. Ja, hier ein Seitenwechsel auf die andere Seite. Ja, das hat nämlich einen Seitenwechsel so an. Ich wollte gerade sagen, der Seitenwechsel auf die andere Seite. Gespielt. Wir sind da ein bisschen unsortiert. Auf zack, ist der Ball jetzt kann er abschließen. Kann er abschließen. Die macht das gut, kann den Ball hier halten. Oh. Und auch im Nachschuss. Oh, kann den Ball aber das war die erste dicke Aktion für Prison Break. Oder für die Prison-Mannschaft. Erobert hier super den Ball. Wir ziehen den Angriff auf, aber er entscheidet sich einfach mal das Ganze selbst zu zack, zieht ab und der Torwart. Den hat er natürlich. Befreiungsschlag hier vom Team der JVA. Boris kann den Ball hier erst annehmen, ja, aber da kommt noch ein anderer und luchst sich den Ball hier ab und jetzt geht's schnell. Der Ball zack, durchgespielt, gut. Bring ihn in die Mitte, Junge. Oh, rutscht fast aus. Und jetzt passt mal bring ihn rein, auf. Schuss. Sogar eine nochmal, wo ist die Kugel? Und nope. Dritte geht drüber. Da haben wir echt viel Glück gehabt.
Und unser Keeper Gundi. 4 Minuten gespielt und es ist schon ultra intensiv. Interpretiert hier dieses besondere Spiel als eine Art Bewerbung für den zweiten Keeper bei Junge. Uns. Hammer gemacht. Langer hat ihr Angst vor dem Ball, aber funktioniert. Aber abgefangen, springt jetzt hier zu Boris. Der versucht, Pablito in Szene zu setzen, aber auch da ist wieder einer vom Gefängnis dazwischen. Zwei Liga-Ball. Will den Ball hier jetzt per Pass durchstecken, aber da ist noch ein Gegner davor. Und jetzt aber, die können wieder kontern. Hier schnell. Ja, da hat er viel Zeit, den muss er machen. Den muss er machen und den macht er. Ganz easy. Gundi hat so viel gehalten, kann man auch mal reinlassen. Die Knastcam, die Knastcam. Was sagt die Knastcam? Boah, sieht gut aus, sieht gut aus. Und da der Torhüter, ja, da muss er runter. Aber mache ich ihm keinen Vorwurf. Das war die Verteidigung davor. Aber das ist natürlich anders. Da hat Tom recht, das ist natürlich ungewohnt für uns. So ungewohnt wie auch im Knast Fußball zu spielen. Hier gelten andere Regeln und deswegen rechnen wir hier auch gar nicht mit dieser Ecke. Einfach schön hart auf dem kurzen Pfosten, einer hält einen Fuß hin und da ist das Ding drin. Der Kommentar ist so trocken. Ja, das ist richtig, genauso wie im Gefängnis spielen. Kennen wir auch nicht, die Knastcam. Zack, aber das geht viel zu einfach. Das geht viel zu einfach. Zack, da steht schon 2-0. Gundi eröffnet hier das Spiel. Fischer lässt ihn super auf mich ab. Das Spiel wirklich für die Protektion? Nee, was habe ich gesagt? 6-3 für das Gefängnisteam. Ne, das wäre ja richtig. Vielleicht geht's so aus. Jetzt aber. Habe ich keine Chance. Nee, wird abgedreht. Wir versuchen einen Angriff aufzubauen. Wir starten hinter über mich. Boris hier mit einer super Bewegung. Geht hier am Spiel Boris, Maschine. Auf Pablito. Aber hier verlieren wir auch. Und dann geht's schon wieder in den Konter. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das nächste Tor kassieren. Es steht ja hier schon 2-0. Wie der Justizbeamte hier in der. Auf der Seite steht einfach so. Ja. Ich guck mal drauf hier, dass alles mit rechten Dingen zuläuft. Über den Geil. Fischer, dem jetzt hier der Ball stibitzt wird, das kann unser Angriff aber nicht unterbrechen. Super Annahme von Pablito, der lässt er abtropfen auf den Fischer. Der vertändelt jetzt hier leider wieder den Ball, aber schöner Ansatz. Ja, nach den ersten paar Minuten haben wir gemerkt, das Niveau hier ist auf jeden Fall ein ganz anderes. Und ja, hier schon wieder die nächste heiße Chance, aber lassen zum Glück auch mal einliegen. Die JVA will hier hinten jetzt aber auf die jeden nehmen Fall euch die richtig hops, Freunde. Lassen, aber das erahnt Spidey hier und trifft zumindest schon mal das kleine erste Annäherung. Gibt das was? Gibt das? Nee, gibt keine Punkte. Schade. Der Fischer am Ball. Der Fischer schwimmt auf dem Sportplatz im Gefängnis. Spielt hier den Ball raus auf den Spidey. Spidey sieht auf seiner Seite da Boris. Spielt ihm jetzt hier den Pass. Und Boris will direkt per Flanke den Fischer in Szene setzen. Aber da ist leider noch einer davor. Jetzt aber noch. Wir kommen hier kurz nochmal an den Ball. Aber Chance leider vertan. In der nächsten Szene seht ihr mal, gegen was für Leute wir da eigentlich gespielt haben. Zack. Oh, wie hat er den Ding gemacht? Ja, der Kollege, der Moda ins Kino schickt, ist auf jeden Fall Ex-Bundesliga und Ex-Nationalspieler. Oh, Junge, Junge, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir auf jeden Fall Jäger the Goat mitgebracht. Was? Aber der war Ex-Bundesliga? Junge, was? Nicht. Der Kollege, der Moda ins Kino schickt, ist auf jeden Fall Ex-Bundesliga. Ja, ach so, okay, ich dachte, das wäre wild gewesen. Und der Gegner immer noch richtig im Ball wild gewesen. Das können wir jetzt nicht so gut sehen, aber er tankt sich da auf jeden Fall durch. Bam! Und dann nimmt er den Volley. Volley rein, Alter. Was ist das für eine Qualität hier? Das ist ja geisteskrank. Der Typ kann ja alles. Zack, zack. Oh, der Move. Der Move einfach so. Der Ball wird eingerollt von Borek zu Pablito über. Holzi, der nochmal versucht, auf Borek zu spielen. Aber ihr seht schon, auf diesem Platz herrschen sehr schwierige Bedingungen für uns, ohne jetzt dumm nach Ausreden zu suchen. Ja, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Ist halt einfach überragend. Es fing gut an vom Torwart, jetzt ist es eher schlecht. Mit uns. Das war wirklich unglaublich. Nächstes Ding. Ich habe mich echt gefühlt, als ob wir so gegen eine normale Erwachsenengruppe spielen und wir sind so Kindergartenkinder. Also 5-0 habt ihr hier gerade gesehen. Ja, es war eine Deklassierung. Und wir gehen mit einem 5-0 jetzt hier in die Pause. 5-0. Rein. Wir müssen einfach komplett alles gut. Wir müssen gucken, dass jeder nebenan, keine Ahnung, 2 Meter Platz ist. Wir brauchen schmal. Jetzt nicht hier auf Flügel und so stehen. Nein. Einfach kompakt 3-3-1 stehen. Der Defensiv, der Stürmer, lässt sich einfach fallen, dass wir 3-4 stehen oder so. Geht kompakt, da verschiebt kompakt. Guckt, dass ihr immer nebeneinander den Mann neben euch habt direkt. Und dann verschiebt im Kollektiv. So, und lasst ihn kompakt lasst verschieben. Traineranweisungen, kompakt Schwung verschieben. Ja, denkst du auch so? Ja, leck mich doch einfach. Und wir gehen direkt rein in Halbzeit Nummer 2. Vielleicht drehen die Potatoes das Ding noch. Hier mit einem langen Ball, aber da haben sie nicht mit meiner Glatze gerechnet. Aber ich köpfe natürlich den Ball auch direkt zum Gegner. Und wir sind wieder nicht im Ballbesitz. Aber die Bestie ackert hier gut, kann sich hier den Ball erarbeiten. Aber nach einem Pass verlieren wir den Ball auch direkt wieder. Es hat nicht sollen sein. Der Ball prallt von Moos Metallfuß direkt wieder zum Gegner. Der schickt da den Ex-Bundesligaspieler die Linie runter. Der zieht kurz zieht ab, aber kommt. Torhüter hat ihn. Großes Ziel hier für die zweite Hälfte, sich nicht komplett vorführen zu lassen und ein Tor zu schießen. Ja, das war unser Ziel. Wir lassen hier direkt auch den Ball mal gut laufen. Das sieht gut aus. Trainer Matze hier jetzt uns mal den Abschluss gesagt suchen. Hat, Pablito spielt den Ball raus, Junge. Aber da ist wieder ein Gegner davor und direkt heißt es Konter-Time. Und die lassen dann vorne einfach
ein, zwei Leute immer stehen und dann ist es natürlich schwer, das auch zu verteidigen. Spielen hier mit uns auch ein bisschen. Guck mal das an. Das hin und her, aber Gundi hat hier nachgreifend den Ball. Der rollt den Ball schnell. Aber jetzt muss mal was schnell passieren. Etwas Tempo in den Angriff bringen. Aus dem Knast wird, ist hier die andere Frage. Holt sie wieder auf Yannick. Yannick versucht durch die Mitte über Pablito. Pablito auf Boris. Boris gut, direkt Tempo, wieder auf Pablito. Tempo. Pablito will den Ball zu mir spielen, aber da ist leider einer vom Gefängnis dazwischen. Also ich kann auch nicht Fußball spielen, aber das war jetzt auch nicht gut, Freunde. Das war nicht jetzt gut. Das war nicht ganz gut. Schnell da bin ich anderes von den Protatoes gewohnt. Die haben normal Qualität, aber kassieren hier jetzt ja, mal das 6 gut gemacht und dafür gab es natürlich auch einen Check. Oh. Egal, langsam aber sicher tasten wir uns ran. Boris spielt den Ball auf mich. Ich kann ihn ausnahmsweise behaupten. Spielt den Ball jetzt hier auf Pablito. Pablito auf Boris. Jetzt aber. Kleiner komm, Doppelpass. Komm, Pablito Abschluss. Zieht ab, aber der Torwart taucht ab. Zumindest ein Abschluss. Auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Ja, Ball laufen lassen und mal mehr Fußball spielen. Ja, warum ich hier auch. Was macht er? Ronaldo. Lars macht den Ronaldo. Ich auch nicht. Ich verliere auf jeden Fall hier den Ball. Und dann ist es schon wieder. Und auf einmal. Aber zum Glück ist hier Yannick noch da und kann den Ball rausfischen. Gott sei Dank. 6:0 und die Jungs in Rot hatten immer noch nicht genug. Die zwei Angreifer haben hier wirklich das ganze Spiel gemacht. Wunderschön, wie die sich durchkombiniert haben. Ich habe das Gefühl, ja, das ist doch geisteskrank. Die nehmen euch hier alle komplett hoch. Das kann doch nicht sein, Freunde. Fußballfreunde, wir haben etwas übersprungen. Mittlerweile steht es 12:0 und das Spiel ist gleich vorbei. Oh mein Gott. Auch Pablito, der hat zumindest das Ehrentor noch. Jetzt aber. Jetzt. Durch. Oh! Das ist das 12:1. Das ist der Anschlusstreffer. Ja, unser kleines Ob das Ding noch ob das Ding noch geholt wird, ist eine andere Frage. Hier 12:1, aber 4 Minuten sind noch auf der Uhr. Vielleicht geht noch mal was. Das Spiel jetzt noch drehen. Reicht es jetzt für ein Comeback? Antwort! Nein, es fällt hier sogar noch das 13:1, Freunde. Und 13:1 ist hier dann auch der Endstand. Jetzt Trikottausch, was passiert noch? Bleibt jemand im Gefängnis? Ich wechsle die Mannschaft, ich gehe einfach hier rein. Ja, müssen. Hier viel besser, oder? Ja, und hier, guck. Bei 20.000 Likes, dicke, fette Rematch. Ah, 20.000 Likes, Rematch. Gern auch ein Like auf diesem Video hier da lassen und ich hoffe, die Jungs müssen jetzt nicht im Gefängnis bleiben. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir auch das hier gefallen. Also hier klicken und gleich als nächstes angucken.